Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video über die Skyrider-Drohne. Ich habe mich dafür entschieden, Lieferung 5 und 6 in einem Video zu zeigen, deswegen seht ihr jetzt beide Videos. Einmal fangen wir mit Lieferung 5 an. Und ihr seht, da war schon einiges Neues wieder dabei. Auch ein neuer Motor, den wir gleich auch verbauen werden. Neues Landegestell und ein Propellerschutz. Fangen wir mal an. Als erstes schauen wir natürlich wieder ins Heft so ein bisschen. Die Hefte sind natürlich wie immer schön gestaltet. Und diesmal geht es auch um professionellen Drohnenflug, wie das andere machen. Und um Flugsimulatoren, die man vielleicht sich auch anschaffen sollte, wenn man mehr mit der Skyrider-Drohne fliegen möchte als nur Rundflug. Es werden einige vorgestellt, die auch ich gerne benutze. Nächstes fangen wir mit dem Motor hinten an. Dazu habe ich mir mal beide schon gebauten Arme vorgenommen und habe gesehen, dass das mit dem kürzeren Kabel jetzt benutzt werden muss. Und den Motor, den wir beim letzten Mal schon zusammengebaut haben, habe ich auch hervorgeholt. Als erstes muss man wieder die Abdeckung abschrauben. Finde ich ein bisschen blöd, dass man das wieder an- und abbauen muss. Ist so ein bisschen kontraproduktiv, aber es ist ja eher für die jüngere Generation wohl gemacht. Das Schrauben dann auch gut findet und das natürlich die ganze Zeit mit Lust und Laune erledigt. Leider habe ich da die Kameraposition ein bisschen blöd gehabt. Ich hoffe, es stört nicht so doll und man sieht im Groben und Ganzen, was ich da tue. Ich versuche gerade das Kabel etwas reinzufummeln, dass es gut sitzt und den Motor gleich zu montieren. Dazu nehme ich das beigelegte Teil von dem Propellerschutz und setze das erstmal in den Motor. Dann noch die Motorschrauben. Unbedingt darauf achten, dass das die normalen Schrauben sind und keine Plastikschrauben, die ja vorne spitz zulaufen sind. Ich habe mich jetzt gegen Loctite entschlossen und danach bauen wir das Ganze wieder zusammen. Alle Kappen dran und bei diesem Motorarm wird die schwarze Kappe montiert. Dafür müssen wir uns die Schrauben aus dem Beutel zusammensuchen, wo die gesammelten Schrauben der letzten Male drin sind. Kommt da nicht durcheinander, checkt das lieber zweimal. Dann wird noch die Schutzklappe drauf geklipst und schon ist der Arm fertig. Als nächstes befassen wir uns mit dem rechten Landegestell. Hierbei ist darauf zu achten, dass dieses rote Teil noch nicht dabei ist. Das kommt wahrscheinlich später dazu. Ich baue es jetzt trotzdem an. Dafür benötigen wir dann noch die Muttern, die selbstsichernden, die in einer anderen Tüte beiliegen. Sucht euch dafür einen richtig guten Standort aus mit viel Licht. Das ist eine kleine Friemelarbeit, finde ich. Und man muss wirklich da erstmal ein bisschen hantieren, bis das alles perfekt passt. Ich finde die Konstruktion sehr stabil und ausgeglichen. Ich denke, wenn dann eine GoPro darunter hängt oder eine andere Videokamera, wird das Ganze super halten und auch mal eine härtere Landung aushalten, natürlich. Ich habe dann am Ende meinen eigenen Schraubendreher benutzt, nicht wundern, das war mir einfach angenehmer. Als nächstes bauen wir den Motor für vorne links zusammen. Wie auch schon bei dem anderen wird es mit einem kleinen Zangenring gemacht und diesmal habe ich mir eine Zange zur Hilfe geholt. Wir bauen dann auch den anderen Motor zusammen, der hinten diese rote Abdeckung hat, mit dem roten Propellerschutz.
dabei vorsichtig sein, weil es kann immer passieren, dass man seinen Finger dazwischen hat und dann tut das höllisch weh. Hab mir hier jetzt die Zange zur Hilfe geholt. Wer eine Sprengringzange hat, kann die natürlich auch gerne verwenden. Man sollte dabei natürlich etwas vorsichtiger vorgehen, weil das Ganze natürlich klein ist und danach natürlich kontrollieren, ob alles passt. Ich habe mir dann den Arm vorgeholt und mache das gleiche wie bei den anderen, wieder alles abschrauben und ich flechte wieder die Motorkabel, das einfach ordentlicher und dann fliegt das nicht so in dem Arm rum. Wenn ihr das nicht flechten wollt oder könnt, weibliche Hilfe ist bestimmt in Sicht und die kann das euch bestimmt ganz schnell flechten. Wie ihr seht, habe ich mir auch hier die Zange zur Hilfe genommen. Natürlich da keine Zange nehmen, die eure Kabel beschädigen könnte. Das könnte später zum Kurzschluss führen und das wollen wir wahrscheinlich nicht. Da wir nichts weiter montieren müssen, könnt ihr wirklich alle Abdeckungen montieren und natürlich auf sicheren Sitz testen, dass da auch nichts später nochmal demontiert werden muss, weil jede Demontage macht natürlich das Bauteil und die Schraube irgendwann kaputt. Das war's auch schon mit Teil 5 und jetzt kommen wir zu Teil 6. In diesem Karton befinden sich wieder ähnliche Gegenstände, wieder eine schön bebilderte Anleitung, diesmal ein rotes Schutzteil für den Propeller, ein neuer Arm, ein weiterer Regler mit 20 Ampere und eine rote Abdeckklappe. Und noch ein paar LEDs, die sich da hinten versteckt hatten. Auch hier schauen wir kurz ins Heft. Es gibt eine Weiterführung zu den Flugsimulatoren. Es wird auch zum ersten Mal auf andere eingegangen, die nicht unbedingt hauptsächlich mit Fliegen zu tun haben, sondern auch mal normale Apps, die ich jetzt noch nicht selbst ausprobiert habe. Aber es wird auch auf einige Bekannte natürlich hingewiesen. Und es gibt dann auch nochmal eine schöne Übersichtsliste, wo man nochmal genau schauen kann, was für einen besser ist. Kommen wir zur Montage des Motorarms vorne. Der Motorarm ist rot. Danach ist der Regler dran, der wieder nur festgeklebt wird. Im Propellerschutz. Und hier ist was Besonderes, und zwar ein schöner elektrischer Schaltplan, der für die meisten interessant sein dürfte. Diesmal habe ich eine andere Kammerposition gewählt, weil wir diesmal die Arme dran machen. Und da ist es schön, wenn ihr natürlich den ganzen Aufbau seht. Hier habe ich schon mal geschaut, ob das auch die richtige Seite ist. Vorne an den Armen ist nämlich so ein kleiner Püpsel dran und mit dem könnt ihr das dann arretieren und da wird auch der Clip-Mechanismus mitgeführt. Als erstes wieder die Kabel durch das Loch fummeln. Vielleicht holt man sich eine zweite helfende Hand dazu. Ich habe das jetzt nach ein bisschen Kniffelei auch alleine hinbekommen. Bevor ihr den Motorarm wirklich festmacht, müsst ihr darauf achten, dass auch die Mutter drin ist.
Ich habe vorher nochmal getestet, wie das funktioniert und wie stabil das Ganze ist. Die Mutter hängt da wirklich nur lose drin und wird dann später durch eine Schraube gehalten. Deswegen passt da wirklich auf, dass alles richtig sitzt und alles an seinem richtigen Platz ist. Das Ganze wird dann mit vier kleinen Schrauben festgemacht, die wieder spitz zulaufen sind, also selbstsichernd. Der ganze Mechanismus sieht dann am Ende so aus und wird dann einfach so nur draufgeklickt. Oben kommt dann die Schraube rein und wird festgezogen. Ich habe das Ganze gleich wieder demontiert, weil ich dann besser arbeiten kann. Die Schraube habe ich oben einfach versenkt, um dann die Mutter auch festzuhalten an ihrem Platz. Da ist die zweite Mutter und die zweite Schraube. Jetzt wissen wir auch, für was das genau da ist. Das war ja schon im ersten Paket dabei. Oder im zweiten. Die habe ich euch jetzt mal diesmal ein bisschen näher rangeholt, dass ihr euch das besser anschauen könnt. Hier ist auch das kürzere Kabel, LED-Kabel mit dabei. Und hier ist natürlich ein bisschen mehr Friemelarbeit. Und auch hier werden mit der Arm mit vier Schrauben gesichert. An den Seiten und werden immer mal fertige Bilder eingeblendet. Das sind die Bilder, die ihr auch in Größe auf meinem Blog vorfinden könnt. Der Klickmechanismus ist wirklich einfach und auch ohne Schraube ist das Ganze schon relativ stabil. Auch hier setze ich die oben rein, um die Mutter einfach nur festzuhalten und dass ich die Schraube natürlich nicht verliere. Und schon sind wir fertig mit Bauschritt 6. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wie beim letzten Mal. Ich möchte die nächsten Videos wieder ein bisschen mehr verbessern und entwickle mich natürlich weiter. Dafür brauche ich natürlich euer Feedback, auf das ich mich natürlich sehr freuen würde. Tschüss!